Der Durchstarter-Podcast von und mit Damian Richter, deinem Motivationstrainer und Life-Coach für ein außergewöhnliches Leben. Los geht's, Leinen los und level up your life mit Folge 96 und dem Thema 7 Tipps für ein magisches Silvester. Herzlich willkommen zum Durchstarter-Podcast Folge Nummer 96. Heute mit dem Thema 7 Tipps für ein magisches Silvester. Ich hoffe, du hattest ein wundervolles Weihnachtsfest und hast die letzten Tage nach Weihnachten so richtig genießen können. Doch du weißt ja, nach dem Fest ist bereits wieder vor dem Fest und damit Silvester genauso magisch wird wie Weihnachten, habe ich euch heute wieder 7 Tipps mitgebracht. 7 Tipps, die dein Silvester dieses Jahr so richtig außergewöhnlich werden lassen und dein Leben auf das nächste Level heben werden. Also, bist du bereit? Los geht's! Tipp Nummer 1. Fertige eine Liste an mit all den magischen Momenten aus dem letzten Jahr 2017. Und ja, du sollst bei dieser Übung massiv nachdenken. Du weißt ja bereits, das Denken ist zwar allen erlaubt, doch den meisten bleibt es erspart. Wenn du jetzt aber mitmachst und dich darauf einlässt, dann wird es dein Silvester massiv verändern. Und du glaubst vielleicht, es gibt keine magischen Momente in deinem Leben, weil 2017 das pure Katastrophenjahr war? Dann sage ich zu dir Bullshit. 365 Tage, jeden Tag, 24 Stunden, hallo. Das Gesetz der Wahrscheinlichkeit lässt es gar nicht zu, dass du keinen besonderen Augenblick erlebt haben kannst. Denk mal drüber nach. Denk mal drüber nach, was hat dein Herz höher schlagen lassen? Worüber hast du dich besonders gefreut? Was war besonders magisch in 2017? Was war besonders schön? Welche Momente waren für dich besonders berührend? Oder welche Momente gab es, die besonders ergreifend oder auch einfach unvergesslich waren? Finde deine magischen Momente und schreib sie alle auf. Und es ist wichtig, dass du das wirklich aufschreibst, denn das Aufschreiben, das macht den Unterschied. Wenn du das machst, wirst du ein Gefühl dafür entwickeln können, wie unfassbar umfangreich und erlebnisreich dein Leben eigentlich ist und in welch einer Fülle du lebst. Tu dies und hab Spaß dabei. Komm, probier es einfach mal aus, du wirst merken, welche Energien diese kleine Liste in dir freisetzen wird. Und im Übrigen, auch Erfolge können zu dieser Liste dazu zählen. Sei dankbar für all das Erlebte und mach dir klar, du bist ein absolutes Glückskind. Woher ich das weiß? Alleine, dass du diesen Podcast hier hören kannst, zeigt mir schon, dass es dir so schlecht gar nicht gehen kann. Du hast ein technisches Endgerät, wahrscheinlich dein Smartphone. Du hast 2 oder wenigstens 1 funktionierendes Ohr. Du kannst Hände und Finger bewegen und du kannst auch sehen, denn sonst hättest du ja nicht auf den Play-Button klicken können. Und all das ist Grund genug, richtig dankbar zu sein, wahr oder wahr? Kommen wir zu Tipp Nummer 2. Schreibe deinen eigenen Glückskeks. Überlege dir ein Motto für das neue Jahr 2018 und schreibe dieses Motto auf einen kleinen Zettel, den du ab jetzt fortan immer in deiner Hosentasche trägst. Schreibe etwas wie: Du findest die Liebe deines Lebens. Oder sowas wie: Eine Lawine finanzieller Fülle und Reichtum wird sich über dir ergießen. Und dann schau mal, was passiert. Dieser Satz schwingt. Erst recht, wenn du ihn dir jeden Tag durchliest. Nimm dein Schicksal dabei selbst in die Hand und denk dir was Tolles aus. Wie du diesen Glückskeks-Spruch noch etwas genauer definieren kannst und was du unbedingt tun solltest, damit das Ziel hinter deinem Spruch auch zu deiner Realität wird, das verrate ich dir in Kürze im Tipp Nummer 5. Also dranbleiben, gut zuhören. Wir kommen zu Tipp Nummer 3. Sag einmal ganz ehrlich und von Herzen Danke.
Und wie du das machst, ganz einfach. Ruf doch vor Silvester einen guten Freund oder eine gute Freundin an oder auch vielleicht deinen Partner, deine Partnerin und bedank dich bei ihr oder ihm für das großartige Jahr, welches ihr gemeinsam erlebt habt. Bedanke dich dabei für all die gemeinsamen Stunden, für die Hochs und für die Tiefs. Bedanke dich dafür, dass dieser Mensch seine wertvolle Lebenszeit mit dir teilt. Bedanke dich einfach dafür, dass es diesen Menschen in deinem Leben gibt. Denn viel zu selten sagen wir Danke. Besonders den Menschen, die wir am meisten lieben, wahr oder wahr? Also nutzt die Zeit zwischen den Jahren, um genau das jetzt nachzuholen. Es geht weiter mit Tipp Nummer 4. Schenk du deinem inneren Kind einen wirklich magischen Moment. Was ich damit meine? Spiel, Spaß und Spannung. Ja, du magst jetzt vielleicht gerade an Überraschungsei denken. Dann hat das Marketing gut funktioniert, doch das meine ich hier gerade gar nicht. Ich meine sowas wie Folgendes. Organisiere dir ein Bleigießen-Set oder ein Tischfeuerwerk, Raketen aus dem Supermarkt oder einen Berliner mit Marmeladenfüllung. Wenn du oder ihr mit mehreren feiert, dann kannst du Folgendes machen. Du füllst einen der Berliner heimlich mit Senf. Das geht ganz prima mit so einer Sahnetüte. Einfach vorsichtig in das Loch der Marmelade hineinspritzen und anschließend dann den Berliner unter die normalen mischen. Eines sei dir gewiss. Damit wird das Berliner Essen für dich und deine Freunde garantiert ziemlich einzigartig. Und ganz besonders für diese eine Person, die nämlich dieses extraordinär kulinarische Event dann für sich in Anspruch nehmen darf. Es wird für diese Person extrem speziell. Mach all das, um dir selbst und deinen Freunden eine Freude, ein bisschen Spaß zu machen. Denn dein inneres kleines Kind sehnt sich nämlich genau nach dem. Und viel zu selten erlauben wir uns einen Moment der Leichtigkeit und der Freude, des Spaßes, des Rumblödelns, der Leichtigkeit und so weiter. Silvester ist aber doch der ideale Zeitpunkt, um genau das mal wieder zu machen, oder? Auch Silvesterfilme oder andere Dinge, die dir gefallen, sind natürlich erlaubt, das ist ja klar. Mach einfach alles, was du sonst nicht machen würdest. Hab Spaß dabei. Kreiere dir einen magischen Moment. Kommen wir zu Tipp Nummer 5. Wahrscheinlich dachtest du schon, ich hätte sie vergessen, richtig? Habe ich aber nicht. Wir kommen jetzt zu den Neujahrsvorsätzen, zu den Vorsätzen für dein neues Jahr 2018. Mein fünfter Tipp für dich lautet also, setz dir konkrete, messbare Ziele für das neue Jahr und halte dich auch an diese Ziele. Am besten formulierst du bereits jetzt schon oder morgen deine ersten Ziele und hältst sie schriftlich fest. Tu das bitte nicht erst am Neujahrstag oder noch später, denn dann wirst du es wieder vergessen. Du verschiebst es auf irgendwann und aus irgendwann wird dann niemals. Und das wollen wir nicht. 2018 soll ja dein neues magisches Jahr werden. Mach es also jetzt. Und vor allen Dingen mach es dann auch auf die richtige Art und Weise. Ein echtes Ziel ist nicht sowas wie, ich könnte mehr abnehmen, ich sollte mal ins Fitnessstudio gehen. Ich könnte mal einen Kurs besuchen. Ein echtes Ziel ist sowas hier. Ab dem 1. März habe ich einen durchtrainierten und definierten fitten Körper. Ich habe mein Zielgewicht von XY Kilo erreicht und ich habe einen Fettanteil von nur noch zum Beispiel 22%. Dafür mache ich dann dreimal in der Woche ein ordentliches Workout und gehe dafür ins Fitnessstudio. Ich trainiere hart und nehme noch jemanden auf diesem Weg mit, der mir so richtig in den Hintern tritt. Das ist ein klar definiertes Ziel. Definiere deine Ziele also klar und messbar. Klarheit schafft Macht. Nämlich die Macht, Entscheidungen treffen zu können. Und ohne ein klares Ziel gibt es kein Ankommen im Leben. Du kennst vielleicht von mir dieses Bild des universellen Taxis. Wenn du dem Taxifahrer in dem Taxi deines Lebens nicht genau sagen kannst, wo du hin willst, dann kannst du auch niemals das Gefühl haben, dass du angekommen bist, denn du weißt ja gar nicht, wo du hin willst, wahr oder wahr. In dem Moment, wo du dem Taxifahrer genau sagst, wo du hin willst, fährt er los
und setzt dich genau da ab, wo du hin willst. War oder war? Es kann so einfach gehen. Im Übrigen, in meinen ersten Podcast-Folgen Nummer 2 und Folge Nummer 3 erkläre ich dir, wie du richtige Vorsätze findest und sie auch erreichen kannst. Wenn du die noch nicht gehört hast, dann solltest du jetzt unbedingt nochmal reinhören. Vor allen Dingen, wenn du es mit dem Jahr 2018 ernst meinst und 2018 zu deinem Next Level Life Jahr machen willst. Kommen wir zu Tipp Nummer 6. Verfasse bis Sonntag einen Brief. Und zwar einen Brief an dich selbst. Ja, das meine ich ernst. Du hast in Tipp 5 bereits gehört, dass du Ziele und Vorsätze brauchst, richtig? Und dass wir manchmal ins Straucheln kommen. Und dass wir manchmal hinfallen. Dass wir manchmal zweifeln und demotiviert sind. Ist ganz normal, richtig? Für genau solche Momente und Phasen brauchen wir das ein oder andere Mal einen magischen, ich sag jetzt mal dieses Wort hier, Arschtritt. Und genau einen solchen sollst du dir mit deinem Brief an dich selbst verpassen. Wie das gehen soll? Ja, hör gut zu. Jetzt wird es extrem spannend. Du setzt dich hin und schreibst einen Brief an dein zukünftiges Ich, in dem du dein zukünftiges Ich motivierst, es lobst und es antreibst, weiterzugehen. Schreib ihm, warum es unbedingt das Ziel erreichen sollte, welche Belohnung auf dein zukünftiges Ich wartet und warum es auf gar keinen Fall aufgeben kann. Lege all deine Leidenschaft in diese Zeilen und schreibe bestimmt und dennoch liebevoll und motivierend. Wenn du das getan hast, dann mache den Brief zu und übergib ihn an einen Freund oder eine gute Freundin. Gib diesem Freund oder dieser Freundin dann folgenden Auftrag. Dein Freund oder deine Freundin soll dir diesen Brief ab dem 3. Monat bis zum 6. Monat, nachdem du ihn geschrieben hast, wieder zu dir schicken, und zwar per Post. Nicht früher. Also, wir haben ja jetzt Jahresanfang. Los geht's mit dem Brief ab April. Ab April darf dein Freund, deine Freundin diesen Brief an dich versenden, zu irgendeinem Datum ab April. Es liegt also an deinem Freund oder deiner Freundin, wann genau dieser Brief zu dir kommt. Sag deinem Freund oder deiner Freundin auch, dass sie dir nicht mitteilen sollen, wann sie den Brief dann an dich versenden. Es wird eine Überraschung. Du musst ihn vorher natürlich adressieren und ausreichend frankieren, das ist ja klar. So erhältst du eines Tages einen Brief von dir selbst. Und dieser Brief, der wird dich motivieren und dir Energie schenken. Und weißt du, das Spannende ist, dass dieser Brief wahrscheinlich zu genau dem richtigen Zeitpunkt in dein Leben zurückkommen wird, wenn du ihn brauchen wirst. Ist das nicht eine geniale Idee, ja oder ja? Das Magische ist, dass wir oftmals mit Ausreden oder Geschichten auf Kritik oder Motivation von anderen reagieren. Doch auf diesen Brief kannst du nicht ausweichend reagieren. Denn er stammt ja von wem? Von dir. Und genau das ist es, was ihn auszeichnet. Er hat Kraft. Denn dort schreibt dein eigenes Ich. Du wirst überrascht sein, was dieser Brief, der irgendwann in dein Leben kommt, mit dir macht. Probier's aus, denn nur dann wirst du erfahren, wie es sich auswirkt, wie es sich anfühlt und was dann passiert. Los, spielerisch, Spiel, Spaß, Spannung, los geht's, mach's einfach. Kommen wir zum letzten Tipp, Tipp Nummer 7. Ganz bestimmt hast du Freunde oder Familienmitglieder, die ebenfalls Vorsätze haben oder sich Ziele setzen, richtig? Mein letzter Tipp für dich ist vielleicht einer der bedeutendsten überhaupt. Er lautet: Schenke anderen Glauben. Ja, das meine ich ernst. Schenke anderen Glauben. Nimm dir wieder Briefpapier zur Hand oder dein Smartphone. Was sage ich denn hier? Nein, besser Brief. Smartphone kann jeder. Smartphone ist total öde. Du nimmst einen Brief. Du nimmst was?
Du nimmst einen Brief. Also nimm dir einen Brief und schreibe ein paar liebevolle Zeilen an einen Freund oder eine Freundin, an Familienmitglieder oder an Menschen, die dir was bedeuten, von dessen Vorsätzen du weißt. Schreibe in dem Brief all die Gründe auf, warum du fest, ganz fest davon überzeugt bist, dass diese Person, die dieses Schreiben bekommt, dieses Ziel, was sie anstrebt, auch erreichen wird. Schreibe auf, warum du an diese Person glaubst, warum diese Person die Herausforderungen auf dem Weg zu ihrem Ziel meistern wird und warum du schon jetzt stolz auf sie sein wirst. Warum du das machen sollst? Hey, ist doch ganz klar, weil du dieser Person damit Antrieb und Feuer schenkst, weil du dieser Person damit Mut machst und zeigst, hey, hier gibt es jemanden, der an dich glaubt. Da gibt es jemanden, der an dich glaubt. Und der Glaube in andere Menschen versetzt Berge. Stell dir selbst mal die Frage, wie es für dich sein würde, wenn dir jemand sagt, dass er an dich glaubt. Bedingungslos und unerschütterlich an dich glaubt, egal was passiert. Wie würde sich das für dich anfühlen? Also, mach das einfach, probier das aus und schreib mir auf jeden Fall, wie die Reaktionen ausfallen. Du kannst dir sicher sein, wenn du etwas Herz in diese Zeilen hineinfließen lässt, die du dieser Person schreibst und den Brief zum Silvesterabend abschickst oder in einem ruhigen Moment übergibst. Es bleibt kein Auge trocken. Mein Durchstarterrat daher an dich. Setze diese 7 Tipps um. Sei es dir selbst wert und erlebe ein magisches Silvester, eine herausragende Silvesternacht. Danke fürs Zuhören und denk immer daran, mach's einfach, denn du bist viel größer, als du denkst. Dein Damian. Ich war auf dem Level Up Your Life Event dabei. Für mich hat sich geändert, dass ich nichts mehr rauche seit diesem Wochenende. Wie verhext, das ist einfach, der Drang zu rauchen ist wie weg. Ich war sehr gespannt und du hast alle meine Erwartungen übertroffen. Also das war wieder eine Steigerung von dem FER und von allem, was ich bis jetzt besucht habe. Sehr, sehr viele Sachen, also das Leben hat sich auf den Kopf gestellt, sehr positiv. Das tut so gut. Das ist so eine ganz einzigartige Liebe und so eine Wärme. Ich grüße Menschen auf der Straße und lächle sie an und bin total selbstbewusst. Und ja, das habe ich vor dem Event noch nicht so stark gemacht, wie es jetzt ist. Und ich freue mich wieder aufs nächste Mal. Sei du es dir selbst wert und sichere dir deinen Platz beim nächsten Live-Event mit Damian Richter unter www.damian-richter.com/level-up. Wir freuen uns auf dich und glauben an dich. Und denk dran, mach's einfach, denn du bist größer, als du denkst.